Jenny schwebt in Lebensgefahr. Ich muss sie retten. Los geht's. Ja, und damit herzlich willkommen, liebe Freunde, hier zu einer neuen Folge von Harry Potter Hogwarts Mystery mit mir, dem Dougie-LP. Und habt ihr die letzte Folge gesehen? Meine geliebte Frau Penny schwebt einfach in Lebensgefahr. Mein Vater will das Experiment an ihr vollführen und ich hab sie erst in diese Situation gebracht. Ich hab sie in Lebensgefahr gebracht. Naja, egal. Ja, Leute, wir müssen heute mal versuchen, Penny irgendwie das Leben zu retten. Das wäre gut, weil sonst wird halt doch Chiara meine Frau. Aber, naja, Penny ist halt die einzig wahre, wir wissen das alle. Und von daher werde ich mich heute ganz besonders anstrengen dafür. Und es gibt sogar eine besondere Nachricht, denn ich kann keine andere Aufgabe davor machen. Deswegen habe ich auch nur diese Energiepunkte, weil ich eigentlich mehr farmen wollte für diese Folge. Aber ihr seht es hier. Wenn ich auf eine andere Aufgabe klicke, wie zum Beispiel diese Aufgabe hier mit dem Opalauge, die wir nebenbei machen. Ich drücke auf Los und bin wieder hier. Das hatten wir schon mal. Das ist also eine Mission, die man nicht unterbrechen kann, die man in einem durchspielen muss. Und von daher beginnt diese Folge mit der Hauptstory. Und ja, deswegen gehen wir mal die Treppe hoch und wohnen jetzt diesem ominösen Experiment bei. Bin sehr gespannt. Und Penny! Okay, da sind wir nun. Penny, oh nein, sie sitzt auf diesem Stuhl und mein blöder Kackbruder ist auch da. Und Merula hat schon den Zauberstab gezückt. Will sie etwa helfen, Penny zu retten? Wir werden es herausfinden. Okay, sieht alles sehr, sehr beunruhigend aus. Penny! Überschlag besser die Beine, so sitzt man nicht, wenn man einen Rock trägt. Daniel, Frauenprofi. 27 übrigens. Denk nicht einmal daran, etwas Unkluges zu tun, Daniel. Ich beobachte dich ganz genau. Jacob, tu es nicht, das ist meine Frau. Wir wollen Kinder machen. Alles wird gut, Pip. Das ist nur ein Test. Wir werden beweisen, dass Vater recht hat und alles wird gut. Freunde und Familienmitglieder, ich begrüße euch zum Anbruch eines neuen Zeitalters für die Welt der Zauberer. In der heutigen Demonstration werde ich euch die wahre Macht von entfesselten Gedanken zeigen. Vater, bitte, tu es nicht. Das ist gefährlich. Es gibt zu viele unbekannte Faktoren, die... Das Risiko ist zu groß. Mach dir keine Sorgen. Du und Jacob, ihr seid meine Söhne. Glaubst du wirklich, ich würde zulassen, dass mein Sohn Jacob an diesem Experiment teilnimmt, wenn ich den Verdacht hätte, dass etwas passieren könnte? Ja, durchaus. Ja, das würdest du definitiv. Du stehst unter dem Fluch des Amuletts. Es bricht mir das Herz, das zu hören, Daniel. Ich stehe unter keinem Fluch und ich würde meinen Kindern niemals etwas zuleide tun. Ja, stimmt. Habe ich in den letzten 6 Jahren erlebt. Okay, lasst uns das Experiment beginnen. Zunächst werden wir Dairiosakis bewusstseinserweiternden Trank fertigstellen. Harte Drogen für Penny. Ich dachte... Ich habe Wochen damit verbracht, diesen Trank zu brauen. Glaub bloß nicht, dass es einfach war. Das rätselhafte Rezept auf der dunklen Schriftrolle war ewig verschollen. Dieser Zaubertrank wird Jacobs geistige Fähigkeiten stark verbessern. Aber wir haben immer noch unsere Hälfte der dunklen Schriftrolle. Wie konntest du Dairiosakis Zaubertrank fertigstellen? Dafür kannst du Merula danken. Sie hat uns verraten, welche Zutaten noch gefehlt haben. Mach es ihr nicht zum Vorwurf. Immerhin hatte sie nicht wirklich eine Wahl. Und jetzt werde ich den Zaubertrank fertigstellen. Schwarzdorn, Phönixfeder, unnachgiebig. Vielleicht erkennst du diesen Zauberstab wieder, Daniel. Wir haben ihn vor nicht allzu langer Zeit beschafft, mit der Hilfe einer gewissen Zenith Cheap. Der Einbruch bei Ollivanders. Genau. Dieser Trank ist extrem mächtig und darum kann er nur mit einem extrem mächtigen Zauberstab gebraut werden.
Was passiert hier bitte gerade? Es ist soweit, Jacob. Jetzt kannst du den Trank trinken. Hoffentlich geht er drauf. Er hat's verdient, nachdem er Penny jetzt in Lebensgefahr bringen will und mich immer Pip nennt. Ekelhaft. Der Trank sollte nicht gut schmecken, Jacob. Ich glaube, ich kann die Wirkung spüren. Entspann dich und lass den Trank auf dich wirken. Deine Fähigkeiten als Legilimentiker werden sich bald verbessern. Jetzt musst du dir nur noch die Krone von aufsetzen. Dann kann unser Experiment beginnen. Vater, es ist noch nicht zu spät, um aufzuhören. Lass wenigstens Penny gehen. Nimm mich stattdessen für dein Experiment. Du bist zu begabt, um unsere Testperson zu sein, Daniel. Deine Fähigkeiten in Legilimentik sind noch mächtiger als die deines Bruders. Aber ich glaube immer noch an dich. Hoffentlich wird dich dieses Experiment dazu bringen, deine Meinung zu ändern. Och man, das würde ich gerne anklicken. Das wirst du bereuen. Bringen wir es hinter uns. Es wird nicht funktionieren. Er wird es bereuen. Ich will sagen, Manu, ich will Penny zeigen, was für ein harter Typ ich bin. Ja, jetzt muss ich sagen, bringen wir es hinter uns oder es wird nicht funktionieren. Ja, okay. Es wird nicht funktionieren, Vater. Die Krone von war eine Ewigkeit im versunkenen Verlies eingeschlossen. An diesem schrecklichen Ort wurde sie womöglich von dem Fluch verdorben. Das ist genau die Art von Negativität, die dem Fortschritt im Weg steht, Daniel. Jacob, es ist an der Zeit, die Krone aufzusetzen. Oh Gott. Wie fühlt es sich an? Loser. Das passt perfekt. Ausgezeichnet. Mit der Krone von kannst du als begabter Legilimentiker mehr als nur Gedanken lesen. Stattdessen kannst du sie kontrollieren und der Testperson Befehle erteilen. Ja, Daniel, warum nutzt ihr nicht einfach den Imperius-Fluch? Versteh euch nicht, echt. Nein, Penny! Erlebt die Gedankenkontrolle in Aktion. Das Experiment beginnt. Oh Mann, das wird safe eine 8-Stunden-Aufgabe, Leute. Ich wette 1000 Euro. Ha, gewonnen. Ihr müsst mir alle 1000 Euro spenden. Okay, dann wollen wir mal. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, Leute. Die arme Penny. Aber ich werde sie jetzt retten, Leute. Und wir sehen uns in wenigen Sekunden wieder. So, da sind wir nun, Leute. Die Aufgabe ist fast geschafft. Noch einmal entschuldigen bei Penny. Und dann nochmal hören und damit haben wir die Aufgabe erledigt. Sehr schön. Nochmal ein paar Münzen und einsammeln. Wir sind bereit. Jetzt werden wir sehen, ob es funktioniert hat. Befiehl Miss Haywood, auf einem Bein zu hüpfen. Krass, sie haben das echt animiert. Oh, Penny. Kannst du Penny noch andere Dinge befehlen? Frag ja nur. Penny, es tut mir so leid. Ausgezeichnet. Das reicht, Vater. Du hast bewiesen, dass du recht hattest. Aber wir haben gerade erst angefangen. Das reicht noch nicht aus, um unsere Ziele zu erreichen. Jacob, du musst damit aufhören. Lass dich nicht von Vater manipulieren. Das ist unmoralisch und das weißt du genau. Lass dich nicht von Vater manipulieren. Wie oft will ich das noch sagen? Irgendwas stimmt hier nicht. Die Krone ist kälter geworden. Keine Ausflüchte, Jacob. Das gehört zum Experiment. Ich spüre Schmerzen, Herzensleid, Wut. Sie durchströmen mich. Meine schlimmsten Erinnerungen. Der Fluch aus dem versunkenen Verlies. Er hat die Krone wirklich verdorben. Und jetzt nimm all diese Schrecken, die du spürst, und richte sie auf Miss Haywood. Was? Nein! Tu es! Sofort! Hast du mich nicht verstanden? Damit werden wir das Ministerium übernehmen. Wir werden dafür sorgen, dass sie leiden.
Genauso wie Dairyo Saki vor so vielen Jahren wegen ihnen gelitten hat. Endlich. Ich meine, wir werden ihn rächen. War das von Anfang an dein Plan? Was geht hier vor sich? Sei nicht so schwach, Jacob. Aber es tut weh. Daniel hatte recht, das ist unmoralisch. Die Mission von R ist wichtiger als deine Gefühle, Jacob. Und jetzt tu, was ich dir gesagt habe. Oder so. Penny! Das reicht. Penny! Was passiert hier gerade? Wie kannst du so etwas zu mir sagen, Vater? Und sieh nur, die Begleitung von Daniel ist verletzt. Die Begleitung von Daniel ist verletzt. Ja, genau. Wie war der Name nochmal? Die Begleitung von Daniel ist verletzt. Ich hatte befürchtet, dass du mich enttäuschen würdest. Und so war's leider. Du, setz die Krone auf. Wir müssen das Experiment abschließen. Nee. Denk nicht. Ja, genau. Gute Idee, Daniel. Flipendo! Wow, er hat sie ein bisschen weggeschoben, was ein Held. Jetzt, Jacob, appariere uns weg von hier! Und Merula? Holy shit, Leute, was war das denn jetzt gerade bitte? Was ist hier gerade passiert? Aber immerhin lebt Penny noch. Ich meine, ich habe gesehen, dass sie noch geatmet hat. Aber was ist hier gerade bitte passiert? Und mein Vater hat sich doch als böse herausgestellt. Ich hab's immer gewusst, Leute. Ich hab's immer gewusst, ihr. Ich hab's euch gesagt. Ich hab's euch allen gesagt. Ja, Krankenbesuch machen. Madame Pomfrey meinte, dass wir bald einen Besuch im Krankenflügel machen können. Alles klar. Ja, Leute, das werden wir, glaube ich, auch. Aber dann erst in der nächsten Folge. Da machen wir hieraus eine kürzere Folge nur mit der Hauptstory, weil ich glaube, ich kann jetzt nicht noch eine Nebenquest machen. Das ist gerade irgendwie zu viel gewesen. Ich muss jetzt erstmal runterkommen. Was ist da bitte gerade alles abgelaufen? Ich bin sehr gespannt auf die nächste Folge, wo wir dann das Finale von Kapitel 51 gemeinsam spielen werden. Und ja, mal sehen, was dann dort alles auf uns wartet, was da noch passieren wird. Aber das war ja mal eine mega spannende Folge. Es geht langsam wirklich zum Ende des Spiels und man merkt es immer mehr. Und ja, deswegen interessiert mich jetzt mal eure Meinung. Fandet ihr die heutige Folge cool? Wie würdet ihr die Story aktuell bewerten und was glaubt ihr wird als nächstes passieren? Schreibt es mir gerne in die Kommentare, ansonsten lasst ihr auch gerne einen Daumen nach oben da, gerne ein Abo auf meinem Logo und dann sehen wir uns wieder bei der nächsten Folge. Ciao, Leute!